Oh Leute, ich habe eine legendäre Truhe im Shop, das heißt, ihr wisst es ja, ihr dürft jetzt wieder in die Kommentare schreiben, was denn da für eine Legi drin sein könnte und ich werde diese ganze Sache auflösen und einer von euch kann 10 Euro davon gewinnen, wenn er richtig geratet hat. Ja Leute, das ist doch geil zum Jahresabschluss, oder? Und damit herzlich willkommen zu Clash Royale mit mir, dem Basti. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit. Ich war sehr viel unterwegs, habe aber dann am zweiten Weihnachtsfeiertag dann probiert, die Elektromagier-Challenge zu spielen. Habe deshalb auch ein bisschen Gold bei mir auf dem Account. Ich bin aber leider gescheitert. Ich bin nicht über 9 Siege hinausgekommen, was mich ein bisschen dolle ärgert. Aber irgendwie habe ich immer gegen ganz, ganz verschiedene Decks gespielt. Und ich hatte immer ein Deck, was so 2-3 Mal überhaupt keine Chance hatte, sich wirklich durchzusetzen. Oder ich hatte auch mal ein Game drin, sicherlich in jeder Herausforderung, wo ich einfach nur Scheiße gespielt habe. Und deshalb habe ich es nicht geschafft. Das war echt wirklich schade. Also, der Elektro-Wizard an sich ist natürlich schon nicht schlecht, ist schon stark. Die Karte mir hat sie persönlich nicht so gut gefallen. Aber wir werden ja wahrscheinlich häufiger jetzt auf diesen Elektro-Magier treffen. Und der ist dann natürlich schon in der Lage, einige Decks gut zu kontern. Und wenn man ihn selber nicht hat, ja, wird es ein bisschen schwierig da. Aber es gibt ja zum Glück noch den Eismagier, der ist auch ganz geil. Ja, genau. So. Ich habe auch nur vor, hier mal kurz noch die Krone zu erspielen, die wir haben. Ein bisschen Glück in der Gratistruhe haben wir nicht gehabt, leider. Egal. Ja, genau. Durch dieses ganze Spielen, ja, bin ich jetzt bei einigen Common Cards schon auf Level 11. Also könnte ich upgraden, ja. Man sieht das jetzt auch in dem Deck, das ich spiele. Habe ich quasi auch gespielt zuletzt in der Challenge, aber mit dem Elektromagier statt dem Eismagier. Und ich habe das Gefühl, mit dem Eismagier läuft es besser. Da ich da auch nur noch auf 8 Siege gekommen bin zuletzt. Hier habe ich die Minions fast auf Level 11, den Zap auch bald, die Musketierin als Rare-Karte bald auf Level 8, Ofen, ja gut, braucht noch ein bisschen, und die Kobolde habe ich jetzt mit der Gratistruhe sogar in der Lage, also ich kann die jetzt auf Level 11 machen. Das ist hart, also das ist wirklich hart, wobei man sagen muss, ich treffe auf einige Kollegschaften in meiner Region hier, wo ich bin mit den Pokalen, die haben locker solche Level, also man könnte es eigentlich machen. Vergesst auf jeden Fall nicht, hier einen Kommentar zu schreiben, was ihr denkt, was ich für eine legendäre Karte aus dieser Truhe ziehe. Das Ganze löse ich ein paar Tage später auf und ihr könnt ja halt nochmal zum Jahresabschluss ein bisschen was gewinnen. Ich hatte ja gesagt, es wird nochmal ein kleines Giveaway geben. Dass jetzt natürlich eine legendäre Karte im Shop ist, ist umso geiler. Lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Ich sehe auch gerade das Musketier, können wir uns auf jeden Fall ein bisschen kaufen. Mache ich. Klonzauber brauche ich jetzt nicht so dringend. Und dann würde ich sagen, spielen wir einfach nochmal hier ein Game. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinnen werde. In der legendären Arena 10. Ja, krass, das Jahr geht schon wieder um. So hart, so hart. So, Starterhand ist jetzt nicht ganz so geil. Muss ich sagen, könnte besser sein. Wir warten mal, ob der Gegner etwas macht. Ja, er geht in die Richtung. Ja, geil, da gab es erstmal gleich einen Absturz gegen einen, der hatte ein Giant Funky Deck. Natürlich die Rare Cards alle auf Level 8. Aber dann ist mein Game sowieso abgestürzt. Ich hätte aber wahrscheinlich auch verloren, weil der Start lief scheiße. Der Start lief wirklich nicht gut. Der Start lief schon mal besser. Der Start lief auf jeden Fall schon mal besser. Ein Riese mit Minions dahinter. Das sieht man jetzt auch nicht so häufig. Jetzt hat er den Riesen nicht. Wir gehen einfach mal vorne rein. Ah, noch nichts gesetzt. Warum denn das? Warum setzt er da nichts? Hat schon aufgegeben oder ist nicht mehr da anscheinend. Okay, dann ist es natürlich jetzt nicht mehr ganz so schwer, mal eine Pokale wieder zu bekommen. Da ist er ja noch. Würde ich sagen, machen wir das Ganze in die Beendigung. Die Kombination sollte eigentlich locker reichen dafür. Ja, okay. Und dann habe ich ein Scheiß-Game gehabt und ein einfaches Game. Vielleicht will der auch droppen, keine Ahnung. Ja.
Ja, es ist halt schade. Irgendwie so richtig geile Games findet man echt nur noch in der Herausforderung. Aber naja, egal. Das, was ich erreichen wollte, habe ich jetzt erreicht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mitzumachen. Die legendäre Truhe wartet ja auf euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht heute Abend noch im Livestream Clash of Clans um 21.30 Uhr rum könnte es losgehen. Da könnt ihr gerne einschalten, vielleicht spielen wir auch noch Clash Royale danach. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basti. Ach, und da ich ja ganz vergessen, die Kronentruhe zu öffnen, das wollen wir natürlich auch nochmal live machen. Das habe ich ganz vergessen, weil, auch 3 Juwelen, habe ich schon mehrfach Juwelen bekommen heute. Megalakai, okay, nehme ich gerne. Tesla, ne, hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Und der Klonzauber. Schade, keine legendäre Karte trotzdem. War es eine ordentliche Kronenchest.